Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was nächste Woche auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Was kommt nächste Woche auf dich zu, bitte? Dein Hauptthema wieder nächste Woche ist Page der Stäbe. Eine Reise. Ein neues Leben. Warum eigentlich nicht? Das ist so dein Hauptgedanke. Warum eigentlich nicht? Ein komplett neuer Beruf. Warum nicht? Ja? Dich mit komplett anderen Menschen anfreunden. Warum nicht? Mit Page der Stäbe geht es nächste Woche bei dir um Neuentdeckungen und um die Ausweitung deines Horizonts, Ausweitung deiner Sprache, Ausweitung der Musik, ja, diese Musik hören. Warum eigentlich nicht? Du betrittst hier nächste Woche bisher unbekanntes Territorium und du wirst dann auch sehen, und das ist Page der Stäbe, das ist der Anfang einer großen Reise, dass das eine große Reise sein wird. Kein Abstecher. Es kommt dann die Zeit, wo du fließend Spanisch redest. Hola, mis amigos, sagst du dann. ¿Qué tienes? So, und dann Page der Stäbe. Es kommt der Moment da, wo du dann ja ein eigenes Nähatelier eröffnen wirst. Also Page der Stäbe, du weitest deine Fühler aus in den nächsten 7 Tagen, nächste Woche. Und das wird der Anfang sein einer großen Reise. Warum eigentlich nicht, höre ich immer wieder, ja, dass du dir dich selbst so fragst, hey, warte mal, was hindert mich eigentlich daran? Okay? Hier habe ich Königin der Münzen, ja, aber ja, Mäßigkeitskarte hier, 9 der Kelche hier, ja. Dieses Bedürfnis nach Ausweitung kommt bei dir momentan wieder, weil du deine Ziele erreicht hast. Also das, oder hier mit der Königin der Münzen, so wie du wohnst, so wie du isst, wie du dich kleidest oder die Dinge, die du hast, die Dinge, die du haben, du hast es. Und du spürst momentan mit Königin der Münzen, Entschuldigung, eine materielle Befriedigung. Du bist materiell befriedigt und jagst nichts Materielles mehr, stattdessen jagst du momentan sozusagen neue Erlebnisse, neue Erfahrungen, neue Freunde, neue Talente, neue Sprachen hier mit Page der Stäbe. Ich habe hier Mäßigkeitskarte liegen und 9 der Kelche liegen. Jemand spürt hier ganz genau heraus, dass du momentan in einem zufriedenen Modus bist. Ja, natürlich kommen sie genau dann. Immer dann, ja. Wenn man zufrieden, du bist hier zufrieden, du oder du verlangst nicht noch mehr oder okay, genau das wollte ich erreichen und das habe ich jetzt. Jetzt möchte ich gerne meine Sinne ein bisschen, mein Horizont ein bisschen erweitern, meine Sinne ein bisschen ausdehnen, ein bisschen erweitern und oder willst da mal etwas Spannendes tun und da möchte hier jemand ein Herzensgespräch mit dir führen, mit der Mäßigkeitskarte und 9 der Kelche, spürt hier jemand heraus, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um ein Gespräch mit dir zu starten. Ja. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und da, wo ich Action sehe, werde ich hier eine Zeitkarte ziehen. Dann kann ich dir sagen, an welchem Wochentag genau hier Action sein wird. Okay? Den Link zur Fortsetzung wieder findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.